Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen endlich wieder den Hochdruckreiniger-Simulator. Das bedeutet, wir machen heute ganz, ganz viele Sachen sauber mit zum Hochdruckreiniger. Es wird sehr, sehr angenehm und sehr, sehr witzig, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von euch mehr sehen möchtet. Und jetzt viel Spaß mit dem Video und dreht auf jeden Fall noch einmal ganz kurz euer Handy. Drückt nur auf die Glocke und jetzt, let's go. Ey, Kasper! Was geht, was geht, was geht, was geht? Boah, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir hier mal was sauber gemacht haben? Ich brauche hier deine Hilfe, Broxy. Wir müssen hier nämlich einfach mal alles reinigen. Guck dir das mal an. Was ist denn das für eine dicke Statue, Mann? Es ist eine Goldstatue. Und zwar ist das hier so ein Grundstück von so einem Superreichen. Und der hat halt eine eigene Statue von sich im Garten stehen. Du hast gerade schon gesehen, der hat eine richtig dicke Villa, die komplett dreckig ist. Die müssen wir, beziehungsweise dürfen wir auch noch reinigen. Boah, das ist natürlich echt heftig, ganz gespannt, wie sauber das wird. Also, ich sag mal so, was hast du jetzt gerade schon für eine Wasserpistole? Du hast schon eine ziemlich gute, ne? Meine ist schon nicht schlecht, ne? Aber ich werde auf jeden Fall gleich eine bessere kaufen. Keine Sorge, Kasper. Ja, ja, okay. Weil ich meine, wir sind ja, guck mal, was das für ein Kunde ist. Der ist übel reich, weißt du? Der zahlt ja auch gutes Geld. Der zahlt mega gutes Geld dann auch. Deswegen können wir auch wieder reinvestieren in unsere Wasserpistolen, besseren Tank und so, weißt du? So, das sieht nicht aus. Und wir können natürlich auch nachher noch heftigere Aufsätze kaufen. Oh, aber richtig, richtig heftige. Ja, ne? Richtig heftige. So, okay. Also, ich würde sagen, wir machen das hier erstmal auf ganz entspannt sauber. Den Lambo hier, das ist den Lambo. Hast du schon mal so einen geilen Lambo gesehen? Der ist schon echt heftig, ne, muss ich sagen. Und der ist einfach auch komplett dreckig, deswegen muss der sauber gemacht werden. Der muss, ich mach gerade ein bisschen sauber, so. Ja, ich gucke mir das an später, ne. Ich kann mir jetzt auch gleich eine neue Wasserpistole leisten. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was kostet die eigentlich? Welche? Die neue Wasserpistole, 35.000 oder so. Achso, ja, genau, die kostet 35.000, deswegen, ich kann es hier in den Shop gehen, okay, so Store. Die Beine noch so ein bisschen. Und dann kaufe ich mir, genau die, die du auch hast. Guck mal. Ja, sehr gut. Warte mal, ich guck mal. Zeig mal. Hey! Sieht cool aus, ne? Ja, sehr gut. Ja, die ist nicht nur, die sieht nicht nur cool aus, die ist auch cool, sag mal. Ist sie wirklich Alter, auch cool, Der Lamborghini, der geht so schnell gereinigt, ne? Und mein Tank ist schon wieder leer, Mann. Ich muss hier immer ins Wasser laufen, sag der mal. Der Tank, dass er leer ist, ist schon nervig, ne? Deswegen, ich kaufe jetzt mal den unendlichen Tank. Den unendlichen Tank? Ja. Für 800 Robux? Ja. Aber du hast sie doch nicht mehr alle. Wieso kaufst du dir sowas? Einfach den unendlichen Tank. Ach nein, ich kann ihn mir gar nicht leisten, weil ich zu wenig Robux habe. Aber, weißt du, was ich mir kaufe? Ich kaufe mir für 35.000 Dollar den Megatank. Den kannst du übrigens auch für Robux kaufen. Ne? Ich wollte es nur mal anmerken. Den Megatank? Oh, da passt ungefähr 15% mehr rein als bei dem letzten Big Tank, den wir haben. 15% gerade. Ist jetzt aber nicht so viel. Ist nicht so finde viel, ich. Aber muss halt so Step by Step, weißt du? Einfach, das heißt schon wieder einmal weniger laufen. Ja, wenn du's hochrechnest. Wenn das, ja gut, okay, wenn man es so sieht, also, weißt du, wenn du viermal das leer machst, dann hast du einmal direkt oder fünfmal, dann hast du direkt da, weißt du, bist du irgendwie direkt Sagst du den Megatank kaufen oder was hast du dir geholt? Ja, ich habe mir den Megatank geholt, hol den einfach. Ja, ich hole mir den gleich einmal mit Dingens, Geld, sagst du. Mit Geld, ja, ja. Okay, ich glaube, am meisten kriegen wir und am meisten, am schnellsten Geld kriegen wir sowieso, wenn wir vorne das Haus sauber machen. Weil da ist so viel Dreck. Ja, da ist so viel Dreck. Oh mein Gott, das ist ein pures Geldgefarme hier vorne. Okay, ich mache jetzt gerade nochmal die Statue ein bisschen sauber. Ja, sehr gut. Die will auch komplett clean sein. Hier so, also Statue auf jeden Fall schon mal. Oh, ich glaube sogar unter dem Fuß, ne? Ja, überall. In jeder kleinen Ecke bei der Statue ist auf jeden Fall Dreck so, versteckt. So, hier noch, zack. Wie viel Prozent hast du schon? 32. Okay, das ist doch schon mal gar nicht verkehrt eigentlich. Ja. So, finde ich auch. Finde ich eigentlich ganz gut. So, hier. Und schon wieder leer der Tank. Also wirklich, jetzt muss ich hier auch einfach mal wieder los. Alter, das Ding war ja cool, wie hell das war hier oben. Ja, das leuchtet so richtig hell, weißt du? Das leuchtet jetzt richtig hell, das war richtig, richtig, richtig dreckig. Also ich sag's dir, das war absolut dreckig. So. Hier ist einfach so ein Diamant hier, okay, sehr gut. Okay, ich krieg auf jeden Fall ordentlich Geld. Ja. Ich hab 35.000 eben ausgegeben für den neuen Tank und habe jetzt schon wieder fast 35.000. Bam! Wie, ehrlich? Ja, weil das so schnell geht. Oh, ich hab hier noch Dreck vergessen, sehe ich gerade, das wollen wir ja nicht. Oh, weil das so schnell geht mit den Dings. Hier oben noch ein bisschen. So, jetzt ist das auch sauber da oben. So, ich muss ganz kurz neues Wasser holen, Kaspar. Mach das, ich sag dir, fang beim Haus an, da kriegst du echt am schnellsten und am meisten Geld. Okay, ich habe jetzt auch die Statue fertig und dann kann ich das Haus... Ja, beim Haus hast du halt echt so, weißt du, da kriegst du mal eben so, nur weil du den Boden ein bisschen sauber machst, kriegst du 2.000 und so. Boah, was? Boah, ich habe gerade 4.000 bekommen für den Eingangsboden. Was? Okay, das gibt so dann mach ich doch nicht den Lamborghini, mach jetzt hier alles. Oh mein Gott, du hast recht. Ich sag dir, das ist ein pures Geldgefarm hier vor. Also das ist wirklich, das ist Geld verdienen nach meinem Geschmack. Ja, ne? So, hier vorne noch, dann hier die Ecke, das gab wieder, oh, das gab 4.000 wieder. Ich sag dir, die großen Flächen, die bringen echt am meisten. Mach nicht diese kleinen, sondern mach schon so richtig schön
diese ganzen großen Flächen, die du so siehst. Okay, okay, hier also, noch, also hier jetzt so zum Beispiel. Nachfüllen. Ja, sowas genau. Dann an den Seiten rechts und links vom Haus und so kannst du auch hingehen, dann kannst du so. Auch wieder saubern. Ich habe 50.000 Dollar gleich. 50.000? Ich bin mal gespannt, ob ich mir mit 50.000 irgendwie noch was kaufen kann, was gut ist, ne? Oh, ich muss schon wieder nachfüllen. Aber ich höre jetzt auf jeden Fall. 80.000 kostet die nächste Wasserpistole. Die könnte man auch für 150 Robux kaufen, ne? Ich guck grad mal. Ja. Oder was meinst du? Oder lieber nicht? Nee, nein. Ich würde sagen, wir kaufen nichts mehr mit Robux. Okay. Oh, okay, okay. Na gut, na gut. Dann halt nicht. Dann machen aber ich kann halt jetzt nicht. Auch den größeren Tank kaufen, weil wir kommen auf jeden Fall auch echt schnell voran. Schon, ja, der ist schon ziemlich stark, der Tank. Und danach der Tank ist noch besser, glaube ich. Ich glaube, der kostet auch 80.000, oder? Ich muss mal nachgucken. Was kostet der denn eigentlich? Mhm. Der nächste Tank kostet auch 80.000. Das ist der Ultratank. Der okay, Ultratank? Ja, ja, der heißt so auf jeden Fall. Oh, der Lamborghini bringt aber trotzdem ein bisschen Geld, ne? Ja, also, ja, du musst halt am besten, du suchst die größten Flächen raus und machst sie halt dann komplett sauber. Weil die bringen dann halt direkt so 2.000, 3.000 auf einem Schlag, weißt du? Ja, ja. Hier nochmal, oh, das okay, ich kaufe jetzt mal ganz kurz einen größeren Tank. 1000 wieder und nochmal 1000. Bam, größeren Tank hier gekauft. Hier wieder ein bisschen sauber, sehr gut. Hier wieder 6000 gab es dafür gerade, krass. Boah, wow, was hast du denn gerade sauber gemacht alles? Hier 3000, ich mache hier halt richtig 1500. Das ist wie am laufenden Band, 1900, 980. Wo bist du denn? Hier oben, zweite Etage, hier oben ein über dir. Mach das ach mal so hier, du kannst komplett den Boden sauber machen mit. Das geht, hier ist richtig Geld gefarme. Okay, pass auf, ich fülle jetzt meinen Tank neu auf. Ja, ich muss auch mal nachfüllen. Ich habe 81.000 jetzt. Ich könnte mir jetzt rein theoretisch schon die neue Wasserpistole kaufen. Ey, jetzt habe ich auch gerade 34.000. Wo bin ich noch, weil mir so viel Geld ist. Ja. Soll ich mir einfach mal die neue Wasserpistole kaufen oder lieber einen neuen Tank? Meinen neuen Tank habe ich mir eben gekauft. Ich glaube, ich kaufe mir lieber eine neue Wasserpistole. Ja, ja, würde ich auch sagen. Kauf dir lieber einen neuen. Guck mal, ich habe immer denselben Tank gerade. Und ich meine, der ist das ja schon und relativ voll, ne? Warte, Boombang Pow, ich hab sie, Broxo. Zeig guck mal. Sie dir an. Wie krass die aussieht. Sieht schon krass aus, die Pistole. Ja, das ist irgendwie Super Splasher heißt die irgendwie oder sowas. Also ich bin mal gespannt, ob die jetzt irgendwie krass unterschiedlich sein wird zum anderen Ding. Hallo, die Kakteen sind sauber. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Ding ist ja absolut am Abgehen. Ehrlich? Yo, das geht richtig schnell hier. Das macht alles sauber, der Super Splasher. Okay, ich mach jetzt, oh ja. Okay, Alter! Zweite Etage, dass du heftig sagst, ne? Alter, ich muss hier gefühlt nur durchsprinten und es wird direkt sauber. Ich muss nur einmal darüber gehen und die ganze Wand wird sauber. So, pass auf. Ich bin jetzt quasi. Hey, sind die Wände so heftig oder was? Ja, der Boden ist das krasseste. Und die Wände auch. Alter, okay. So ein Geldgefarme hier. Ich habe eben 80.000 ausgegeben, jetzt habe ich schon wieder 30.000. Alter. Zack, zack, zack. Ja, ich bin jetzt auch gerade bei 50.000, ne? Ja, ja, sehr gut, sehr gut. So will ich das sehen. Für 80.000 kannst du hier kaufen. Wie viel Prozent hast du schon gecleant so von diesem Bereich hier? 80%. Ja, okay, 89. Dann bist du ja gut davor, sag mal. Dann sind wir ja gleich auch fast. Oh, stimmt, man kriegt die Eche, das sind 4.000. Das war voll heftig. Ja, das ist richtig, richtig gut. Also da wirklich lost, wer dann irgendwie unten so ganz kleine Ecken macht oder so. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Wenn du oben auch richtig, richtig viel Geld verdienen kannst gerade. So. Okay, ich habe wieder nachgefüllt meinen Tank, ich mache wieder Seite. Das machst du aber gut da oben, sag mal. Das machst du ja, ich bin verdammt, ich muss. Du bist ein Profi im Fenster reinigen. Ich bin schon wieder leer. Aber ich kann jetzt, warte mal, also die nächste kostet. Ja. Oh, mir fehlen 200 Dollar. Dann kann ich mir auch jetzt die neue Pistole kaufen. Hast du 80.000 dann schon zusammengespart? Ich habe jetzt 80.000, ich habe jetzt 79.800. Das ist schon ordentlich, ich gehe mal hier. Oh, ich geh mal nach ganz oben aufs Dach. Denkst du, das ist ganz heftig da oben? Das wird richtig Geld geben. Ja, das wird nochmal richtig Geld geben jetzt. 4.000 gab es gerade für den einen Abschnitt. Ja, es gibt nur auf dem Dach gibt's nur Böden. Boah. Lol. Oh mein Gott, nochmal 2.000. Okay, ich kaufe mir diese neue Pistole. Ja, mach das mal. Hier oben. Bam. Hier der Jet Splash. Ich sag dir, ganz schön krass, der Jet Splash. Damit geht es auf jeden Fall nochmal. Oh, schon direkt wieder leer, ne? Alter, was soll das denn? Ja, natürlich, also das Ding ist, wenn du, musst halt echt gezielt arbeiten, glaube ich, einfach. Ja, ja, das ist halt echt nicht so easy, ne? So, zack, zack, zack. Das ist nicht so easy, man muss schon ein bisschen zielen, ne? Hat schon ein bisschen was mit Skill zu tun auch. Ja, man muss schon ein bisschen so auch Wassermanagement muss man drauf achten, ne? Also ich kann dir mal empfehlen, geh mal oben ganz aufs Dach und dann versuch mal da den Boden alles wegzumachen, weil das ist nicht ganz ohne. Aber ich würd sagen, mach's lieber mit einem kompletten vollen Tank, weil sonst bist du da gleich wieder, musst du dann so, wenn du noch ein bisschen was fehlt, wieder runter. Ich komm ganz gut voran, muss ich sagen. Tippelst du beim Spritzen oder machst du immer nur so was? Ich tippe schon so ein bisschen, muss ich schon so sagen. Oh ja, okay, ist das so ein Geheimtrick oder was? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall probieren. Hier. Bisschen sparsam sein. Stimmt, ist echt ein bisschen sparsamer, ne? So, zack. Also ich habe jetzt gerade, jetzt ist mein Tank erst leer. Ich habe 96% schon gereicht. Ich habe 98% jetzt gerade. Was? Mehr als ich? Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen hier. Aber jetzt muss ich auch gerade nachfüllen. Reinige ich hier. Ja, das ist nochmal mein Vorsprung hier. So, die Wand hier.
Uiuiui, das gab nochmal gut Prozent. 9. Oh, ich hab's! Sehr gut. Ich hab's, Doktor, du musst zusehen. Hier, mach ich auch noch ein bisschen sauber kurz. Ja, warte, ich muss jetzt die Villa fertig machen. Ich muss sie jetzt fertig machen. Ja, ich mach hier auch nochmal fertig den Boden. Aber ich sag, das gibt nur noch kaum Geld. Am besten, wir gehen ins nächste Grundstück. Die ist heftig, die Villa. Ja, hier vorne noch so. Das auch sauber, sehr schön. Also, wenn das nicht sauber geworden ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht. So. Sehr gut. Also, ich würde sagen... Ich hätte jetzt auch, glaube ich, fast. Grundstück oder was? Ja, komm, lass rübergehen. Komm. Okay, komm, dann gehen wir rüber. Oh, weil ich glaube, den Bus an. Ja, ist einfach eine alte Schule am Start. Aber die Schule sieht sauber aus. Oh, huh? Die Schule sieht sehr sauber aus. Was war das denn gerade? Oh mein Gott. Ah, man kann in die Schule reingehen, lol. So. Okay. Kann auch erstmal verstehen, dass man in die Schule rein muss. Ich glaube, ich gönne mir mal einen größeren Tank. Ich habe schon wieder 80.000 am Start. Du auch? Wie ist das schon? Nee, ich habe 40.000. Ich habe schon wieder einiges sauber gemacht. Du bist halt ein bisschen zu langsam. Doktor. Ich mache aber auch einiges sauber. Das stimmt. Okay, hier der Schulbus. Mach ich mal sauber so. Bang, 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 so, bang, 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 bang. Zack. Sollen wir rübergehen ungefähr? Sehr gut. Hier die Windschutzscheibe, hier die Motorhaube. Daran auch nicht vergessen. Hinten, ne? Daran auch nicht vergessen, ne? Hinten. Auf jeden Fall auch wichtig, habe ich jetzt vergessen. Richtig dreckig das Ding. Alter, der ist einfach, ah, weißt du. Aber das Wasser ist direkt hier. Wir machen den strahlend glänzend Brock, so, den Bus. Ja. So, mach mir halt echt. Hier, ein bisschen sauber hier, die Nummernschilder, die Lichter, hat auch nicht vergessen. So. Sehr gut. Okay, das sieht doch schon und wieder voll. Aus. Aber was ist denn hier noch so dreckig in der Schule? Innen oder was? Warte mal, ich kaufe mal eben den größeren Tank für 80.000. So, mal ganz kurz gucken jetzt hier. Und, ich kann ja noch oben. Auf den Ultra-Tank. Okay, kann der noch mehr aufsammeln jetzt? Ich glaube, der kann noch mehr aufsammeln jetzt. Also da bin ich mal gespannt. Pass auf, ich glaube, ich mach den Bus noch fertig und dann gehe ich mal in die Schule rein, was ich da noch sauber machen kann. Weil ich meine, irgendwas Krasses muss da ja noch sein, ne? Was man also schätze ich nämlich auch. Seite mache ich auch noch sauber so. Hier vorne auch jede Ecke. Da sind noch so viele hier auch oben im Bus drauf, ne? Die Ecken jedes Mal. So. Alter, was ist denn hier noch alles? Muss mal auf den Bus raufgehen. Uiuiui, ich bin gerade oben drauf gesprungen. Alter. Junge. Das ist ja nicht ganz ohne, ne? Hier auch nochmal so mein Tank. Ich glaube, man kriegt sogar ein bisschen. Hey, du hast mich runtergeschubst! Hab ich gar nicht. Natürlich! Sag mal, was soll das denn? Haben wir jetzt alles mit dem Bus fertig? Nee. Hier die Spiegel. Ja, und dann kriegt man extra Geld, wenn man das komplett gereinigt hat. Sehr gut. Oh, was ist denn in der Schule los? Können wir irgendwas übersehen jetzt? Ich glaube nicht, ne? Alter, warum ist denn die Schule so dreckig? Irgendwas übersehen? Ja, die Schule ist halt dreckig, Broxo. Die Schule war schon immer dreckig. Aber warum so dreckig? Ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, da lag da immer so eine Bananenschale rum. Das war echt eklig. Die war aber nicht von mir. Die hast du da hingeworfen eines Tages, das weiß ich doch. Nein. Doch. Habe ich niemals gemacht. Sowas will ich niemals machen. Nein, sowas will ich niemals machen. Du hast die Bananen hingeworfen. Habe ich gar nicht. Ausreden über Ausreden. Wie kostet denn die nächste? Oh, 125 kostet die nächste Pistole. Ja, okay, das ist natürlich ziemlich teuer. Ich habe gerade 30.000, ne? Aber ich kaufe mir gleich den neuen Tank, glaube ich. Den haben wir auch schon gegönnt. Oh, Alter, was ist denn hier in der Schule alles dreckig, Bro? Ich weiß. Die komplette Tafel. Das ist voll verrückt. Alter, das ist ja mal richtig, richtig verrückt. So. Er hat einen Schüler richtig Dünnschiss gehabt. Ja, hat wahrscheinlich sich getraut zu melden und zu sagen, ich muss mal auf Klo. Alter, wie grün die Tafel eigentlich ist, ne? Ja, mal richtig grün. Geh da nicht so nah ran. Sonst macht dein Gesicht komische Faxen. So, hier. Dann hier noch ein bisschen so, dann hier die Tische. Alter, aber ich sag mal so, man kriegt hier gute Prozente. Oh, man kriegt hier richtig, richtig gute Prozente. Alter! Also, hab ich die ganze Tafel jetzt fertig? 23, nee, 24, 25. Alter, ich kriege richtig 26, 27. Ich kriege komplett Prozente, sag mal. Aber irgend hat da oben noch auf der Tafel. Hier, ich glaube, ich mach mal Fast Refill. Was kostet das? Hä, ich hab die aber nicht... Lohnt das? Ich krieg die Tafel gar nicht fertig. Ja. Wieso kriegst du die nicht fertig? Oder vielleicht hast du die auch schon fertig? Das kann halt auch sein, ne? Nein, da ist noch was an der Seite, aber ich komme nicht ran. Wieso man da rankommen? Kann sein, dass du die schon fertig hast oder so, aber keine Ahnung. Gluck, machen wir wieder voll. Hast du jetzt mittlerweile hier schon den neuen Tank gekauft? Nein, ich habe noch nicht genug Geld. Alter, was? Immer noch nicht? Ich habe schon wieder die Schule bringt nicht so viel Geld irgendwie. Man kann sich auch für 400 Robux doppeltes Money holen, ne? Aber das machen wir nicht, würde ich sagen. Nein. So sind wir doch nicht. So, guck mal hier wieder, zack. Also die Schule bringt das, du hast recht, die Schule bringt nicht viel Geld, aber die bringt viel Prozente. Ja, das stimmt. Oh, ich hab. Wie viel kostet der Tank? 80.000? 80.000 kostet der, ja. Kannst Perfekt, hab ich mir gekauft. Und jetzt fülle ich den direkt auf. Sehr gut, so will ich das. Der wird direkt aufgefüllt. Der wird aufgefüllt und benutzt, sag mal. Dafür ist er ja auch da. Ist alles. Ich muss halt für die ganze Schule sauber machen, ne? Ja, das ist wirklich. Und das Ding ist, hinter jedem Stuhl, an jedem Tischbein ist halt Dreck. Ja, total halt verrückt, ey, was sie alles haben. Hier bestimmt hier oben drauf noch. Das dachte ich mir schon, dass da oben was noch drauf ist. Hier.
Hast du auch irgendwo oben Schränke drauf? Auf den, in der Schule? Auf den, Alter, ich muss hier die ganze Zeit nachfüllen, meinen Tank. Das ist ja richtig nervig. Ja. Schon wieder. Der ist richtig schnell leer, obwohl der irgendwie besser sein soll als der andere, ne? Ja. Komisch, da muss man auch nicht verstehen. Aber wie viel Prozent hast du jetzt schon gereinigt insgesamt? 26. Ja, okay, okay. Ich hab 50 Prozent fast. 50? Ja, ich sag, das geht in der Schule, geht das echt richtig, richtig schnell. Weil die, weil das so, kriegst für jeden Stuhl sozusagen, weißt du, kriegst du so extra Prozente. Okay, okay. 1% für jeden Stuhl so gefühlt. Siehst du das nicht oben, wie schnell das hochgeht? Ja, doch, oh doch, du hast schon recht. Hier, mach ich nochmal sauber ein bisschen, so muss ich irgendwie nochmal weitermachen. Zack. So. Jeden Tisch auf jeden Fall ungefähr sauber machen. Was seht ihr den Lehrerstuhl? Ah, der Lehrerstuhl, der kann dreckig bleiben von mir aus, das ist eh eklig. So, dann hier vorne noch, das hier, dann hier der Stuhl, der Tisch, sehr gut. Sag mal, so. Wie läuft's bei dir, Brox? Ich mach auf jeden Fall auch gerade, oh, die Spinde auch sauber machen. Alter, du machst auch richtig schnell Prozente, glaube ich, ne? Man macht einfach schon. Ich habe jetzt auch 50%. Damit. Was, jetzt schon? Ja, ja. Krass. Ey! Was denn? Ich bin gerade hingefallen, weil du mich schon wieder geschubst hast oder sowas. Gar nicht geschubst. Ich verstehe dich auch nicht. Du bist irgendwie sauer auf mich, weil ich irgendwie schon ein bisschen weiter bin als du oder so. Wie viel Prozent hast du denn? 66. Und du? Warum machst du 66? Ich muss nachfüllen. Ja, ich sag dir, das ist richtig nervig mit dem Tank hier, obwohl der besser ist, der Tank. Aber ich habe gerade auf jeden Fall richtig gut meinen Tank aufgespart, ne? Das war schon echt heftig, muss ich sagen. Man muss halt ein bisschen tippeln. Man muss halt ein bisschen tippeln und so. Das ist die Geheimtaktik. Ja, das hast du auch, die hast du auch von mir. Die hast du von mir. Ja, ja, die hast du mir geheim auch von dir. Die auch von dir. Hm. 71% habe ich noch. Ich würde sagen, 100% jallern wir noch voll. Ich habe 55%. Ja, das geht gleich richtig schnell. Du musst halt alle Sprinter, alle. Ja, du musst wirklich bei jedem Stuhl. Ich habe mehr Dirt weggemacht als du. Hast du gar nicht. Steht aber da. Wie viel Tausend hast du weggemacht? Ich guck doch mal in der Tabelle. Ich habe 241.000 weggemacht. Hä, wie geht das denn, sag mal? Ja, du schummelst irgendwie, du hast irgendwas gekauft. Ich glaube, du hast heimlich gespielt, oder? Nee, du hast dir irgendwas gekauft. Ich habe mir gar nichts gekauft. Hast du einfach heimlich gespielt? Du hast dir irgendwas gekauft. Ich habe mir nichts gekauft. Wie kommst du darauf? Hast du? Hab ich gar nicht. Oh Mann, hä, ich habe gerade meinen Tank aufgefüllt. Ist der schon wieder leer, oder was? Das kann nicht sein, sag mal. So, hier. Auffüllen. Guck mal, hier kann man schon so ein bisschen sehen, was als nächstes kommt, okay? Also, an manche Ecken, wie soll man da rankommen? Ah, da musst du halt ein bisschen tippeln, ne? Das ist halt der Geheimtrick. So, und wieder hingehen. Also gefühlt ist gerade bei mir ein bisschen Wasser ausgelaufen. Wieso, ist der Tank schon wieder leer? Nee, aber das ist gefühlt ausgelaufen. Der ist überhaupt nicht ausgelaufen. Also du musst halt echt bei jedem... Du siehst halt richtig, jede Kante vom Tischbein und so hat halt auch eigenen Dreck, ne? Ja. Und da musst du halt richtig tippeln einfach. Du musst wahrscheinlich nur einmal klicken pro Tischbein und so. Dann geht das halt schon weg. Und das gibt halt so schnell Prozente. So, hier noch ein bisschen. So, guck mal hier. So, hier ich frage mich auch gerade, wer lässt eine Schule so dreckig werden, ne? Ja, das war halt, ich glaube eher, dass das... Das war doch der Fabian, oder nicht? Das glaube ich auch, dass das der Fabian war. Das war der Fabian, der hat ja alles vollgekackt. Ja. Also wirklich einfach nur ekelhaft. Sehr gut. Okay, dann hier nochmal an der Seite. So habe ich auch... Hier, das Ding ist, hinten auch die Stühle sind auch dreckig, ne? Alle. Es ist wirklich alles dreckig und eklig. So. Hier oben, auch sogar auf den Kanten oben drauf, ne? Auf den Kanten oben drauf ist es dreckig. Ja. Alter, hier, warst du nicht schon in der Ecke? Hier kannst du auch nochmal einiges mitnehmen. So. Verdammt. Leider nicht. Schon wieder leer, oder was? Ja, schon wieder leer. Ich habe gerade mal 39.000. Ja, 39.000, ich habe 90.000. Ja, okay. Hier. Aber wie viel Prozent hast du? 88. Und du? Ich hab 80. Okay, dann bist du... Doch, da hast du nochmal gut aufgeholt, sag mal. Ja, ja, aber du beschummelst irgendwie. Ich schummel überhaupt nicht, ich mach's genauso wie du. Nee, du schummelst. Ich schummel gar nicht, wie kommst du darauf? Doch, du schummelst irgendwie. Mit was soll ich denn schummeln, sag mal? Weiß ich auch nicht, aber du schummelst. Glaubst du, was zu sagen? Ich schummel überhaupt nicht. Tö. Ich stell mir hier keine falschen Behauptungen in den Raum, sag mal. So, aber ich hab die neue Taktik jetzt, wie man es machen muss. Hier, so. 91% habe ich schon, Brock, so. Hier, den Stuhl, dann hier vorne. Oha, das geht viel schneller so. Vorne noch so. Hab ich irgendwas übersehen noch? Hier, da war noch was Dreckiges gerade. Okay, ich habe auf jeden Fall, ja, also ich habe jetzt eine neue Taktik. Okay, machst du den Schulbus draußen oder was ist hier deine Geheimtaktik? Ja, ich mach den Schulbus draußen, aber ich habe eine neue Taktik, wie man sauber macht. Wieso, was soll das für eine Taktik sein? Ja, die spart voll viel Wasser. Wieso, tippelst du immer nur so im Ego-Perspektive oder wie sag machst du das? Sag ich dir nicht. Jetzt macht der also auch noch den hier. Ich dachte, wir ziehen hier am gleichen Strang, Brock, so. Schon ein kleiner Wettkampf, muss ich sagen. Wir ziehen hier am gleichen... Ach so, ein Wettkampf also? Okay, dann wie du willst, okay. So, ja, komm. Ja, ich verstehe das, wenn das für dich ein Wettkampf ist. Ich habe einen ganzen Bus gecleant, habe noch einen halben Tank. Ja, okay. Und ich zeig dir jetzt mal, wie man zwei ganze Busse klingt und einen halben Tank nur noch. Das will ich sehen. So, also, weiter geht's. Wie viel Prozent hast du jetzt gerade? 91. Na gut, dann würde ich das eigentlich gewinnen. So, ich hole die Pistole raus. Ich mach hier sauber, ich sag's dir, jetzt werden hier Prozente gemacht. So. Verdammt. Ich will hier nicht mehr rumquatschen. So, also. Wie viel Prozent 95, hast du? 96. Nein!
97. Oh mein Gott, das ist ein knappes Rennen. Ich habe 94, weil ich Wasser holen musste. 98%. Weil du den besseren Tank hast oder sowas. 99,1, 99,2. Mein Tank ist fast leer. 99,6. Nein, jetzt macht keinen Spaß, oder? Nein, jetzt macht keinen Spaß. 99,7. 99,9. Ah, du hast es doch. 99,94, was? Du hast es doch. 99,999. Oh Gott, es war so knapp und jetzt ist er leer bei 99,999. Ach, du laberst doch. Nein, er ist voll. Es war so klar. Ich bin weiter und hier ist einfach ein Hangar, Broxo. Ja, cool. Ein riesiges, echtiges Flugzeug. Ja, komm auch mal rüber hier, sag mal. Wie lange brauchst du? Wie lange brauchst du bitte? Ja, ich habe noch 96%. Ja, dann mach mal einmal einen Bus fertig und dann hast du direkt deine 10%, sag mal. Ja, ich bin auch schon dabei. Zu viele Ansagen, glaube ich. So, dann fange ich hier schon mal auf entspannt ein bisschen an, solange du noch brauchst, ne? Aber ich frage mich gerade. So ein bisschen. Wo ist denn mein Bus denn? Wo ist denn noch dreckig? Oh, das sollte gleich richtig. Es gibt richtig gut Prozente, ne? Wo ist denn mein Bus noch dreckig? Mann, ist doch egal, wo er dreckig ist. Mach doch einfach irgendwas anderes noch, was dreckig ist. Ja, aber hier ist bei mir nichts mehr dreckig. In der Schule noch irgendwo was. So, in der Schule ja irgendwo hinter irgendwelchen Schränken oder so. So ein paar Stühle sehe ich gerade. Also ich hab einen Bus nicht mal angerührt, ne? Einen dreckigen Bus und hab's trotzdem rüber geschafft. Ehrlich? Oh, ja, hier vorne so, noch die Reifen. Also irgendwas musst du dann ja falsch gereinigt haben oder so. Ich hab in der Schule sehe ich gerade. Ach, die Seite. Alle Seiten wahrscheinlich hast du. Also ich warte jetzt hier auf dich, sag mal. Hast du jetzt endlich mal deine 100% zusammen oder was? Ja, warte. Na gut, ich warte hier, Boxo. Ich warte hier. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Jetzt, okay. Sehr gut. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Würde ich auch sagen, Boxo. Guck dir noch einmal aber an, was wir hier haben. Boah. Alter, ich sag's, wir haben einfach einen kompletten Flughafen am Start, den wir reinigen. Richtig, richtig wild. So, also machen wir beim nächsten Mal, Boxo. Let's go. Das soll es gewesen sein von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Checkt die Videos aus und haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.